besonders populär sind Podcasts, Radiosendungen fürs Internet. Gerade die Jungen machen heute keine Kinder mehr, sie machen Podcasts. Es gibt unterdessen keinen Komiker in der Schweiz, der noch kennen hat. Es wird noch schlimmer. Für die, die es noch nicht kennen, ein Podcast ist wie ein Telefongespräch, aber mit weniger Zuhörern. Hey, Bro. Oh, Mann. Oh. Das sind Quotenmänner. Und das war der Carpi aus seinem Jahresrückblick, wo er für Gesichten und Geschichten, wie heisst die neue Gesichten und Geschichten von Glanz und Gloria? G&G. Wo er für G&G gemacht hat und all seine drei Zuschauer, die er auf Instagram hat. Liebe Grüße zurück an dieser Stelle vom erfolgreichsten Podcast, den ihr dafür gesorgt habt, dass er das ist. Vom Haus SRF. Willkommen im 2021. Willkommen auch natürlich meinen beiden Liebsten, auch in diesem Jahr. Michael Schweizer, Aaron Herz. Gutes Neues allerseits. Gutes Neues. Ja, das wünschen wir wirklich, oder? Habt ihr ein gutes Neues gehabt? Mhm. Ja. Die gutes Neues Wünscherei. Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Ich bin heute Morgen ans Ende hergelaufen, Michel Biri draussen. Gutes Neues. Für was? Momol. Momol, das kannst du machen. Weißt du, was du falsch machst? Normalerweise sagt der Michel Biri jedem, der sieht, du bist ein Geschenk von Gott. Also wenn er dir nur gutes Neues gewünscht hat, dann ist irgendetwas nicht gut. Ja. Ich kann schweizen. Aber vielleicht bist du auch einfach noch ein bisschen faul gewesen. Nein, ja, ich bin jetzt über Weihnachten und Neujahr sehr faul gewesen. Wirklich 2 Wochen. Faktisch bettlägerig. Es war kurz davor, mich wund zu liegen, oder? Und wirklich und ganz kurz davor, es hat so 2-3 Momente gegeben, wo es wirklich gut gewesen wäre, es wäre jemand von der Spitex gekommen, um mich zu wenden. So habe ich eigentlich die Festtage gebracht. Ich habe Bilder im Kopf, die sind nicht schön. Und gegessen und gekocht natürlich, wie ein Herrgöttli. Ja, jetzt Diät. Ja. Ah, bist du auch so einer? Ja, sicher. Wo im Januar dann sagt, weißt du, ich mache ja noch jetzt Diät. Mein ganzes Leben ist eine Diät. Ja. Du bist der personifizierte Jojo-Effekt, oder? Ja. Also nur der Jo. Nur der Jo. Mach uns auch den Peach Weber-Witz zum Thema Diät. Bitte? Mach uns schnell den Peach Weber-Witz. Mit dem Mond. Mit dem Mond? Ja, soll ich den wieder mal bringen? Hast du ihn noch nie erzählt? Ich glaube, in der letzten Folge, aber ich bringe ihn gerne nochmal. Wenn der Mond... wenn der Mond zunimmt, nehme ich auch zu. Wenn der Mond abnimmt, sage ich es doch. Ja. So, schön haben wir den wieder mal gemacht. Du musst ja gar nicht abnehmen. Du kannst, heutzutage kannst du einfach auch dick bleiben und sagen, ich bin das Vorbild, es ist Body Positivity. Ja. Oder? Ja. Das ist auch in Ordnung. Ja, oder? In einer gewissen Bubble funktioniert das. Also, ja. In deiner nicht. Nein, in meiner nicht. Also. Ich bin ja den ganzen Tag auf dem Instagram oder? Und sehe da so schöne Menschen. Oder wo ohne Filter, ohne nichts. Das ist übrigens etwas, was es wirklich nur bei Frauen gibt. Das Body-Positivity-Ding. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sagt, hey, ich habe 30 Kilo zu viel und schaut mich an, ich finde es geil. Das gibt es gerade nicht bei Männern, oder? Ja, es heisst einfach anders nicht. Es gibt, also ich meine, bei uns Jungs gibt es ja schon die Situationen, wo einer sagt, ja, du, ist mir doch gleich. Eben, das ist ja da. Es ist mal egal. Es ist mir doch gleich. Ja, leck mich. Stolz ist keiner, gar nicht. Wir werden ja weniger danach beurteilt. Ja. Da kannst du so hässlich sein wie mir und bist immer noch erfolgreich. Ja, das ist schon ein Vorteil. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich geben wir uns alle Mühe. Ich glaube, du gehst sogar ins Fitness, sogar wenn wir uns nicht denken. Ja, aber jetzt weniger, um den Körper aufzubauen. Du gehst einfach zum... schauen dort. Nein, ich mache das damit Lungen einigermaßen ins Laufen kommt. Wegen Wellness, habe ich gemeint. Das auch noch ein bisschen. Aber Body Positivity übrigens, Thema im Input, im SRF 3 Hintergrundmagazin, glaube ich, diese Woche. Grosses Thema. Das war jetzt einfach noch gerade ein schöner Querverweis gewesen. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass da Aaron Herz da ist. Heute Morgen im 20 Minuten gelesen, ein Mann in St. Gallen hat sich so daneben benommen, dass er tasert worden ist. Ich dachte, okay, Schweiz und ich machen den von alleine. Ja gut, mit daneben benehmen heisst so viel wie, er ist nicht zum Nest rausgekommen. Also ohne den Taser wäre ich immer noch am liegen. Da bin ich ganz auf dem Schweiz in seiner Seite. Die Festungen sind herrlich gewesen, um einfach liegen bleiben. Liegen bleiben und unsere Kinder haben es einfach mitgemacht. Die haben locker bis um 9, 10 geschlafen. Knebelt und gefesselt. Nein, nicht. Nein, wirklich nicht. Die haben uns geschont. Wir haben ausgeschlafen ohne Ende. Schön. Herrlich. Ja. Wie geht's dem Mörli? Die hat sich gehütet. Nein. Moll, es war spannend. Spinnen tun sich auch hüten. Ja. Ja, die wachsen in dem Sinn nicht. Die haben ein Exoskelett und müssen sich dann so daraus rauswürgen. Und dann irgendwann haben wir so eine Art, es sieht aus wie eine Spinne, die rumliegt. Haben wir da gesehen. Hast du gedacht, es hat eine zweite? Nein, mehr so, okay, jetzt ist sie uns über.
Ja. Und dann haben wir gesagt, ah nein, die hat sich gehütet. Mhm. Und jetzt siehst du auch wirklich die Farbe, jetzt hat sie so rote Knie, es ist eine mexikanische Rotkniespinne. Mhm. Und jetzt sieht sie auch dann auch aus. Und das ist, verdammt, das ist spannend. Ja. Das war wirklich cool gewesen. Wir sind alle richtig stolz. Kannst du das bitte noch auf Instagram stellen? Mhm. Mhm. Kann er jetzt nämlich wirklich wieder? Er kann wieder. Der Arno Merz ist zurück. Folgt dem Arno Merz auf Instagram. Unbedingt. Unbedingt. Mehr denn je. Jetzt wird die Influencer. Also, ja, ich bin ja inspiriert von euch, oder? Ja. Ganz klar. Aber jetzt wird richtig geinfluenced. Jawohl. Jetzt mache ich Werbung für... Ah nein, der ja nicht. Mal, mach, einfach drei. Shit. Ja, also ich könnte Werbung machen, ja. Also, aber, ja. Folgend mal noch Merz, ihr findet ihn unter seinem Künstlernamen Aaron Herz. Mhm. Ja. Auf Instagram. Nur. Aber auch zwei Sekunden müssen überlegen, wie das jetzt der richtige ist. Weißt du noch und weiss es deine Frau? Ich bin nicht sicher. Also ich bin ja selber nicht sicher und ist auch eigentlich ein bisschen Wurst. Ist ja wirklich ein bisschen gleich. Aber ich muss sagen, es war ein bisschen ernüchternd gewesen, wieder die Insta-Welt zu betreten. Mhm. Es war ein bisschen wie wenn du ein Auslandjahr gemacht hast und lange weg bist und dann kommst du heim und hast so die Erwartung, oh shit, jetzt ist da sicher alles anders und hast so Einflüsse gehabt von anderen Ländern und kommst heim und zuerst begegnet dir der Trottel vom Dorf und du sagst, hey, Alter, komm, du eins ziehen und das löst dir gerade schon wieder ab. Ja, und wo willst du ziehen jetzt, abgesehen davon? Ja, aber es hat sich nichts verändert. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen ernüchternd. Dann warten wir auf deinen nächsten Rückzug von Instagram. Ja. Gebt euch Mühe, sonst gar nicht wieder. Das ist wie all die Doppel, die jetzt meinen, 2021 ist wieder alles besser. Ja. Nein, wirklich, all die Posts. 2020 ist vorbei, 2021 wird viel mehr. Es ist der gleiche Shit wie noch vor vier Tagen. Ja. Also es hat sich nichts geändert, nein. Leute. Wir sind in der gleichen Scheiße drin. Als ob der Virus eine Aura hat. Das sind aber nicht alle so, muss man sagen. Nein, da können wir dann auch noch dazu. Ich will noch schnell mein Highlight von der letzten paar Tage erzähle ich, habe ein WhatsApp bekommen. Nein, stimmt nicht, ein SMS, weil er hat ja kein WhatsApp, er hat kein Smartphone. Ich habe wirklich ein SMS bekommen von Dominique Deville, geschätzter Late-Night-Moderator im Haus SRF, hat er geschrieben, laut Glückspost bist du der 43 schönste Schweizer, ich bin der 44 schönste. Ah. Fun Fact, Nummer 45 ist Göllen. Wow. Also Glückspost macht einmal im Jahr so ein Rating mit den 50 schönsten Schweizerinnen und Schweizer. Mhm. Und bei den Männern bin ich scheinbar Platz 43 geworden, also hast du noch knapp 3 geschafft. Platz 50, der letzte ist übrigens der Bachelor. Der letzte. Ja, also das ist der letzte. Ja, das ist der letzte. Natürlich du keine Zusammenfassung mehr gemacht. Wahrscheinlich. Dem sagt man nicht Body Positivity, sondern Face Positivity. Ja. Ja. Aber du hast das wichtigste Stichwort gesagt, Stefan Büsser. Oh nein, jetzt kommt er mit dem Göhlen. Oder? Kommt jetzt mit dem Göhlen? Ja. Liebe Leute da draußen, wenn ihr die neue Single vom Göhlen noch nicht gehört habt, geht auf YouTube. Dort gibt es ein schönes Video von seiner neuen Single. Und ich kann sie. Ich habe vorher den Stefan Büsser. Ich habe gewusst, er bringt es. Du bist so ein Arsch, wirklich. Ich so, Büssi, hast du die neue Göhlen-Single? Nein, nicht gelöst. Ich so, Büssi, los rein. Nein, los jetzt rein. Und es ist gut für dich. Dann ist er hergehockt, Computer, YouTube auf da, oder? Eingegeben, wenn die Berge verkehren, Kopfhörer angelegt, Göhlen gelöst. Das ist ganz andächtig. Ist er vor dem Laptop gehockt, hat in den Bildschirm geschaut. Und du hast dich können beobachten. Ich habe so aus dem Augenwinkel zugeschaut, wie es im kalten Rücken abläuft. Und dann irgendwann ist das Video fertig gewesen, hat er ganz ruhig Kopfhörer abgelegt, hat mich angeschaut und gesagt, leider geil. Und ja. So ist es. Es stimmt, es ist leider wirklich gut. Ja. Wenn man Berge verkehren, gönnt das gar nicht. Er ist leider vom Göhlen. Nein! Noch viel lustiger sind Diskussionen unter dem Video, das muss sich unbedingt geben. Weil alle das Gefühl haben, der Göhlen hat jetzt eigentlich ein kritisches Lied gegen die Medien und Pandemie und überhaupt geschrieben. Und dann gemerkt haben, ach scheiße, er hat ja in einem Interview gesagt, man soll auf die Virologen hören und er sagt nicht der Experte. da kommen jetzt wirklich ins Zeug rein. Clash passiert im Kopf oben. Ja, das war ganz, ganz mühsam für ein Body. Das ist sehr amüsant zum Lesen. Ja, ist auch amüsant zum Lesen und sehr schön zum Lesen, das Lied. Ja. Wäre übrigens etwas, was man auch DJ Antoine mal könnte empfehlen. Habt ihr das gesehen, was er da wieder gepostet hat? Er hat aufs vergangene Jahr angestoßen, wie er das so macht, oder? Mhm. In seiner Villa mit einer Champagnerflasche geköpft. Mhm. Saint-Tropez? Nein, also das ist immer noch seine Sache, das ist nicht Saint-Tropez, aber gefühlt Saint-Tropez von Basel. Ja. So, ne? Und hat nachher eine Maske verbrannt, weil er gesagt hat, 2020 ist durch, wir brauchen im 21. keine Maske mehr. Ja. Oder? Ja. Shit. Also gut, was du im 2021 sicher nicht mehr brauchst, oder was du im 2021 sicher brauchst, sind Ohrschützer. Ja. Für den DJ und dann seine Musik.
Hey, nein. Das ist aber schon vorher, ja. Ist vorher schon eine Empfehlung vom BAG gewesen, glaube ich. Ja, man sagt ja, das ist ja die alte Pandemie-Regel, oder? Schlimmer als ein DJ Antoine seine Aussagen, sie ist nur noch seine Musik. Ja. Das ist so ein bisschen das. Hat sicher auch mehr Nebenwirkung als die Impfung. Wunderbar. Definitiv. Ja, gut, man kennt es ja von ihm, weißt, er tritt einmal auf als Virolog und einmal als DJ. Ist ja, eigentlich ist er kratzlos. aber er spielt die Rolle dann einfach wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Er spielt es super. Er spielt es gut. Ich glaube ja, dass das V im Namen des DJ Antoine steht für Verstand. Mhm. Oder? Also, du kennst ja den Antoine persönlich. Ja, natürlich. Oder? Ja. Wie ist er so? Ja, das ist auch kein böser Mensch. Also, er ist einfach, er ist schon, er lebt den Lifestyle halt schon sehr. Und ich glaube, er hat sich viel genug oft eingeredet, dass er so ist, wie er ist. Und jetzt glaubt er ist so. Also, ja. Ich mag mich nur erinnern, wir haben zum Beispiel mal gemeinsam am Finale von der Swiss Skills geschafft. Also, ich habe geschafft, er war auch da. Das war in der Postfinanzarena in Bern gewesen, also ja. ein riesen Event mit Tausenden von Leuten. Mhm. Und ich weiss noch, die sind ein bisschen budgetknapp gewesen und haben dann gesagt, ja, wir können nicht so eine grosse Gage zahlen. Ich habe gefunden, gut, Swiss Skills, was um Ausbildung geht, ist etwas Gutes. Ich mach das mal aus, aber Preis. Es ist für 12 Mill. Oder? Genau, mach mal nur 12 Mill statt die üblichen 35, die ich sonst nehme. Oh Gott, das wäre so schön. Und habe gesagt, okay, mache das ein bisschen günstiger. Und bin dann dort angekommen. Ich habe mich mit der Co-Moderatorin vom Westschweizer Fernsehen Garderobe geteilt. Das hat so ein bisschen Snacks gehabt und Cola Zero und Wasser. Eine Zeitung, um sich zu tun. Und dann bin ich rüber und habe gesehen, die Garderobe vom DJ Antoine, piekfein, mit weißen Windtüchern ausgestattet. Riesen Magnolien, Orchideen etc. Riesen Blumenstrauß da drin, Champagnerflaschen. Er ist mit einer Entourage von etwa 6 Leuten gekommen, die nichts zu tun hatten, außer dort zu trinken. Im Backstage, man muss fairerweise sagen. An Swiss Skills. An Swiss Skills, ja. Weißt du, wenn es wenigstens lecker. Ja. Nein. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wo bist du jetzt direkt? Und gesagt, nein, ich bin jetzt gerade vom Schweizerhof gekommen. Also dann haben sie mir am Nachmittag noch ein Hotelzimmer am Schweizerhof gezahlt, dass er sich schnell umziehen kann. Für irgendeinen Zirkusanzug, den er an mir hat, wenn er auf der Bühne steht. Oder? Und er hat mir dann aber immerhin ein Glas Champagner gegeben. Das war eigentlich mein Lohn. Das ist ein grosszügiger Typ. Und das für das, dass er schnell 3 Minuten 20 nach auf die Bühne gestanden ist und so da hat, als würde er ein Lied abspielen, das eigentlich die Regie hinten abgespielt hat. Das ist wirklich, muss man aber auch einfach Respekt haben vor dem, was er erschaffen hat, dass der in dieser Selbstsicherheit dort auftritt und sagt, lustig bei dir, Jonathan, das kostet und wenn ich will kommen, dann zahlen wir das und das und das. Und sonst kommst du nicht. Das ist nicht sein Fehler. Nein, das hat er sich erarbeitet. Ja, absolut. Absolut. Aber hat er das Zeug auf dem Rider gehabt? Ja, fix. Ja, das ist ja nicht, das machen die ja nicht einfach aus Nettigkeit. Das ist fix auf dem Rad. Schon ist nicht über Fidschi-Wasser und kein anderes. Ja. Shit. Ja. Da stehst du vor Lehrling und hinten hast du auch in der Kabine. Und wenn du eben siehst, wie die Leute so mit ihm umgehen, dann verwundern einem so Videos wie nicht mehr. Dann hat er halt wirklich das Gefühl, er ist natürlich unbesiegbar und das kann nicht passieren. Und wenn er jetzt sagt, Maske weg, werden alle die Maske weg tun. Der erste, der ja gejubelt hat unter dem Post, war ja der griechische Milliardär, der einem gehobt, Leute yes. verprügeln, weil sie eine Maske haben. Einfach auch ein Uhrensohn sondergleichen, oder? Was für ein Wicht, ehrlich. Ja. Ich bin froh, wenn wir im 2021 dann nicht mehr über so Sachen reden. Ja. Oder? Nein, wir sind ja vorbei jetzt. Ja, das ist so. Oder wir haben einfach keine Zeit, weil wir müssen ja arbeiten. Ja, und wie? Und wie? Mhm. Haben wir auch nachgerechnet? Ihr seid sicher auch so Brückenzähler, oder? Nein. Brückentagzähler? Nein, gar nicht. Nein, ich auch nicht. Aber es gibt Leute, die immer gerade Ende Jahr oder schon wahrscheinlich jetzt schon fürs 2022 sich mal berechnet, wie viele Tage mehr müssen wir arbeiten als im vergangenen Jahr. Und da ist rausgekommen, jetzt im 2021 schuften wir eine Woche mehr als noch letztes Jahr. Okay. So viel zum Thema, das 21 wird besser. Ja, ja. Das gute, bessere Jahr. Ja, ist ja schon schrecklich, oder? Jetzt hast du in der Krise einen Job. Jetzt hast du einen Job. Mhm. Hä? Und jetzt musst du auch noch mehr arbeiten. Mhm. Mhm? Mehr arbeiten zum gleichen Lohn, oder wie das Krankenhauspersonal sagt, arbeiten. Ja. Einfach arbeiten. Ganz normal. Aber es gibt so Spezialisten, wie du gesagt hast, die Anfang Jahr schon, Chef, ich habe da jetzt alle meine Freitage und Ferientage parat gemacht für unter dem Jahr. Der weiss schon am 1. Januar, wenn er im September noch den Halbtag muss eingeben muss, damit das dem halben Tag 4 Freitage wird. Und er ist sicher der Erste, damit sonst niemand vom Team dann über die Brücke frei machen. Natürlich. Und es sind dann die gleichen Leute, die aber gleich dann wieder unseren Fleiss hochleben lassen. Wir sind so ein fleissiges Volk und wir sind... Bullshit. Ja.
Das sind genau die gleichen Leute. Ich gehöre... Entschuldigung, aber es ist ja etwas, wo wir zu wenig macht. Es ist, eigentlich ist es schlau. Ja, natürlich. Es ist nicht blöd. Ja. Nein. Ja, wobei für uns Selbstständige, oder? Du hast eine eigene Firma, das ist, wie so, das ist dann wie egal. Ja, klar. Dann, aber wenn du im Angestelltenverhältnis bist und du weißt, du kannst aus deinen 25 Ferientagen oder was zu gut hast, kannst du 35 machen am Stück. Ja, dann ist es schon schlau. Das ist schon nicht dumm. Ich bin einfach ein faule Sau dort. Ja. Bei uns kommt ja so im August kommt das erste Mal so, hey, tönt doch mal die Ferien eingeben für das erste Halbjahr, nächstes Jahr, damit wir können planen. Und ich bin der dann so beim vierten Reminder vom Chef. Der Mann noch so, wo hat es noch Platz zum Ferien? Noch Platz zum Ferien? Genau. Ich weiss auch nie, wenn Ostern ist oder Pfingsten. Keine Ahnung, da verschiebt sich dann. Ja. Was ist zuerst? Ja. Nein, null. Ich habe keinen Plan. Kein Plan. Keine Ja, doch, Mann, das bringen wir zusammen. Nein, was ist Ostern oder Pfingsten? Also, auf Pfingsten, Ostern. Was ist die Reihenfolge? Das bringen wir zusammen. Das müssen wir zusammenbringen. Hey, ohne Gockel. Nein, wirklich nicht. Wirklich? Nein, bei so Zeug bin ich lost. Also, die Ufer ist sicher nach Pfingsten, respektive nach den Ostern. Ist doch. Also, wann ist Karfreitag? Ja, nein. Okay, was ist das nächste Thema? Raststätten dürfen wieder Alkohol verkaufen. Seit dem Verbot von 1964 hat sich die Verfügbarkeit vom Alkohol so stark verändert. Das ist eine Begründung für den Entscheid, dass man jetzt gesagt hat, okay, die Raststätten die dürfen den Alkohol jetzt wieder verkaufen. Wow. Ja, ist ja nichts als fair, oder? Ja. Weil Nutten und Koks hast du ja auch schon bekommen. Ja, schlau. Ja, und es gibt ja auch nichts Schöneres, als so eine gepflegte Beizentour der A1 entlang. Weißt du, so ein bisschen? Ja. Jetzt nehmen wir einen Ort, jetzt nehmen wir einen! Der feine Wein, den es dort gibt. Ja. Nimm mal, der feine Wein. Nur einen Absacken. Ja, schön. Du musst raten, welcher Zapfen ist, was du jetzt schmeckst. Wie sagt man denn jetzt an der Raststätte? Einmal voll, bitte. Wie ist das eigentlich, wenn man dann von so einem Angebot so richtig fest profitiert hat? Ist man dann mit oder wegen der Leitplanken gestorben? Ja. Das ist immer... Kann man sich dagegen impfen? Ja! Kann man sich gegen Alkohol impfen? Wahrscheinlich nicht. Ja, machen das nicht! Weiss es nicht. Ist Alkohol jetzt eigentlich die Lösung oder eine Lösung? Das ist doch immer der Spruch. Ursprung und Lösung von jedem Problem. Ja. So geht es, glaube ich. Irgendwie so. Ja, chemisch betrachtet ist Alkohol eine Lösung. Das ist das, oder? Ja. Chemisch betrachtet, ja. Aber wie geht das anders? Man könnte es auch ohne Alkohol lustig haben, aber wieso riskieren? Aber habt ihr im 21. mehr Alkohol getrunken als sonst? Also, 21? 21, Entschuldigung. Wir zeichnen jetzt schon alle Sendungen auf. Also 20, 21. Habt ihr im 20. mehr Alkohol getrunken als normal? Nein, weniger. Ich viel weniger. Ich auch. Ich trinke nicht allein. Ja. Und da ich viel Zeit allein verbracht habe, habe ich recht wenig getrunken. Wie sonst, eben, wenn du mit Kollegen mal weggehst, dann trinkst du und so. Ja, genau. Ich bin ein Gesellschaftstrinker, also ich trinke in Gesellschaft. Ja, das stimmt. Einmal aber allein ein bisschen Wein trinken, finde ich nice. Ja. Aber bist du zum Beispiel auch jemand, der... Dann lässt dir ein schönes Bad ein. Ja. Nein. Das Kerzchen, ein bisschen Schaum. Aber bist du zum Beispiel jemand, der so vom Arbeiten heimkommt oder irgendwie so? Nein, dann noch nicht. Und dann sich noch ein Bier zischt oder vor dem Fernseher zum Fernsehen schauen, ein Bier trinkt oder irgendwie so? Vierabend-Bier-Typ bin ich nicht. Nein, ich aber nicht. Am Abend, wenn ich anhocke und wirklich Vierabend ist, Kind im Nest, dann machen wir irgendwie noch einen Wein auf oder ich schenke noch einen Whisky ein oder so. Einfach so. Ich habe letztes Abend um 11 Uhr noch eine Stunde mit Marco Rima telefoniert, dann habe ich auch ein Glas Whisky. Hat es gelangt? Ja, nein, das ist ein super Gespräch. Aber hast du auch für dich 3.13 Franken auf die Minute genommen? Nein, wir haben es ja gut miteinander. Natürlich. Trotz der inhaltlichen Differenz können wir sehr gut eine Stunde miteinander telefonieren. Natürlich. Ja. Geht es ihm gut? Es geht ihm gut. Er ist übrigens auch nicht gegen Corona-Impfung per se. Das war eine Überraschung. Er findet es noch so ein bisschen unklar mit der Langzeitwirkung, die wir halt wirklich auch nicht wissen. Also, wie bei jedem Impfstoff, wenn er auf den Meer kommt. Richtig. Ja. Aber er ist auch gegen diverse Sachen geimpft und so. Er ist nicht ein Impfgegner. Ja. Aber Corona wird er nicht machen. Stand jetzt, glaube ich, nicht. Also, das muss er selber. Ich will jetzt nicht da Zeug wiedergeben, wo nicht abgesprochen ist mit ihm. Aber das, was er zumindest auch schon öffentlich gesagt hat, ist, dass er schwer dagegen ist, dass man die sozusagen zur Pflicht macht, wenn man gewisse Sachen will. Oder? Also, dass man nur noch fliegen darf, wenn man geimpft ist, etc. Und das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Jetzt keine Pilot in nächster Zeit. Ja, das ist wahr. Wahrscheinlich wird auch keiner von uns geimpft, also außer dich. Ja? Ja. Ich bin natürlich bevorzugt da. Im Kanton Zürich zum
zumindest. Ja? Da ist es jetzt endlich losgegangen. Mhm. Da ist vor allem ein Ansturm losgegangen von verzweifelten 75-Jährigen, die versucht haben, die Impfung überzukommen. 100'000 Zugriffe und 60'000 Anrufe haben dafür gesorgt, dass alle Impftermine sofort weg sind. Wenn es ums Impfen geht, sind die Eltern plötzlich schnell. Ja. Ja, und, auch, und dann auch plötzlich so, können Großeltern mit dem Internet plötzlich umgehen? Sonst macht es immer ein Problem. Ja, komisch. Du, ich habe das Problem. Nein. Komisch. Ja, aber weißt du, wie viele haben da angerufen wahrscheinlich? Ich glaube, die haben zusätzlich zu diesen 60'000 Anrufen für einen Impftermin, ja, haben die wahrscheinlich noch etwa 200'000 Anrufe registriert bei den Enkeln, wo die Großeltern gesagt haben, du, ich habe das Problem, das Internet gar nicht. Ja, und wie und weißt wie. Aber so einen verzweifelten Ansturm von 75-Jährigen, den kennst du eigentlich ja nur von der Zürcher Herbstmesse, wenn sie gratis Kugelschreiber können abstauben. Das stimmt. Ich stelle mir dann so vor, weißt du, wie die bei dem Impfzentrum anstehen und dann irgendwann sind sie ganz vorne in dieser Schlange und dann wollen sie mit Münze zahlen. Ich habe da noch. Können Sie schauen? Stimmt es so? Ob ich schaue, die Alten nutzen einfach auch jede Gelegenheit, um wieder mal mit einem Arzt reden. Das ist natürlich wieder in der Hotline, das ist super, oder? Ja, stimmt. Ja, und jetzt sind es alle geimpft, die Alten, oder? Ü75, die dürfen jetzt alle ins Stadion und ins Konzert gehen. Also, jetzt schaut dann ja gar niemand mehr SRF. Stimmt. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Schimpfaktion, das Ganze, oder? So für all die, die keinen Termin bekommen. Ja, ja, definitiv. Das ist so. Definitiv. Aber weißt du, was ich wirklich geschmacklos finde in diesem Zusammenhang? Das Impfzentrum auf dem Platzspitz in Zürich. Ja, aber aus dem Grund schafft das Zürich auch. Die haben ja wirklich Erfahrung mit Spritzen. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Braucht übrigens noch jemand einen Termin? Ich würde meinen also unter den Hanf geben. Was kostet so etwas? Ja. Ja, kann man verhandeln. Da hat Dani Koch noch etwas gemischt. Ja, genau. Gell? Ja, ab 75 kommst du einen Termin über. Das ist einfach meine Frage, Michael Schweizer. Hast du dich schon gemeldet? Nein, ich bin nicht... Er ist immer noch der jüngste 46-Jährige, den ich bin kenne. Nicht 46, ich bin deutlich jünger als 2 Affen. Halt, und vor allem bist du zu Luzern daheim. Ja, das ist der richtige Fall. Genau. Und dort läuft sie seit dem 23. Dezember, wird in Luzern zurückgeimpft. Also, ja. Ja, schau, in Zürich, oder dort wird es jetzt so weit gehen, dass du bald länger für eine Impfung anstehst, als für eine Besichtigung von einer Zweizimmerwohnung für 2 Mil. So ja, sieht es aus. Fix. Ja, locker. Ja, ja. Locker, ja. Ja, wobei, also wir haben ja als BAG oft gelobt und auch der Bund, wie sie die Krise versucht haben zu meistern. Jetzt beim Thema Impfen haben sie wirklich versagt. Das kann man glaube also so mit der Datenlage, die wir heute haben, zu wenig Impfstoff da. Wenn du anfängst am 17. Dezember das IT-System aufbauen, für die Impfungen zu verteilen, was haben die gemacht bis dahin? Also... Haben die vorgezogene Weihnachtsferien gemacht? Oder und keine also, Antwort. Crazy. Ja, es ist jetzt halt einfach so. Man weiss seit irgendwie im Frühling, dass Impfen wahrscheinlich die grösste Erlösung sein wird. Jetzt keiner denkt, dass jetzt der Impfen noch kommen könnte. Das ist unfassbar. Und also, irgendeine IT-Bude, die Millionen abstaubt, weil sie noch kurzfristig einen Auftrag erfüllen können. Ja, wir hätten schon Zeit. Ja. Da machen wir unsere Auftragsbücher gern frei. Das ist heftig. Ja, nein, ich finde es ja persönlich schade. Mein Dad, oder? Ich bin ja Zürcher, man hört es ja auch. Ja. Nein, wirklich, mein Dad wohnt in Zürich. Jawohl. Also ist er auch von Zürich? Oder er ist von Zürich. Ich bin Bürger von der Stadt Zürich. Er ist in Zürich aufgewachsen. Downtown, einfach, dass das mal gesagt ist. Nicht du hast es schon mehrfach gesagt in diesem Provinzler Podcast. Hier Provinzköpfe. Also, komm, lass und er hat einen Termin bekommen. Nein, er hat eben keinen Termin bekommen. Und das ist einfach schade. Und es ist wirklich krass, er ist über 80 und hätte da müssen mit dem Internet probieren, irgendeinen Termin noch zu fixen, möglichst schnell. Ja, hat er vielleicht darum keinen Termin bekommen, Arno? Hätte ich vielleicht sollen übernehmen? Ja, hätte ich wahrscheinlich sollen. Oder auch anrufen. Weißt, die reden, schwätzen doch alle noch am Telefon etwas. Oh, jetzt müssen sie schnell noch zulassen. Jetzt muss ich ihnen aber noch sagen das. Und haben noch ihre persönlichen Sorgen. Das kann nicht gerade um die Weihnachtszeit. Ist das besonders akut? Nein, du weisst doch, welche Leute welches Alter haben in Zürich. Dann schickst du denen doch einfach eine Einladung und staffelst. Die haben ja nichts vor. Also bist du gut. Ja, aber es wollen sich ja nicht alle impfen lassen. Ja, das stimmt. Aber dann meldest du dich dann und sagst, ich will nicht. Das ist nicht so einfach. Vielleicht hätte man darum einfach genug früher ein System anfangen sollen. Das wäre vielleicht die Lösung gewesen. Vielleicht wäre das eine gute Lösung gewesen. Ja. Das wäre vielleicht die Lösung. Gerade eine andere Zeit gehabt. Aber du siehst, andere Länder können es. Also Israel zum Beispiel, oder, wo jetzt immer als extrem positives Beispiel gebracht wird, die haben 10% von der Bevölkerung schon durchgeimpft. Also, wenn die in diesem Tempo weitergehen, sind die Ende Januar, Mitte Februar, sind die bei diesen 60%, die du eigentlich jemanden brauchst. Also die rechnen damit, dass sie bis Ende Januar die Risikogruppe, die Alten plus Pflegepersonal durchgeimpft haben. Und dann wird schon mal sehr, sehr entspannt. Ja, der Wahlkampf treibt so an. Ja,
Ja, der Herr Netanyahu hat dann halt einmal pro Woche mit Pfizer-BioNTech telefoniert. Also, ja, der Herr Bärs hat halt Insta-Live machen. Keine Zeit gehabt. Am Schluss bin ich schuld, dass wir zu wenig Impfdosen haben. Wegen Stefan Büsser zu wenig Impfdosen. Ja, ja, komm. Er hat lieber mit Büssi gechattet. Ja, kommen wir von der Spritze zum Abspritzen. Die staatlich unterstützte Organisation Sexuelle Gesundheit Schweiz will Selbstbefriedigung zum Thema machen, und zwar auch an der Schule. Der SVP, der passt das gar nicht. Sie möchte der Organisation auch am liebsten gerade den Geldhahn zudrehen. Da bin ich nicht, ja, da bin ich ein bisschen einig mit der SVP. Ich bin nicht sicher, dass man 14-Jährigen noch etwas zum Thema Masturbieren beibringen muss. Ja. Nein, das, eine, das hat man eh in der Generation vorher verpasst. Darum habe ich das ja auch nachgeholt mit meinem Weihnachtsgeschenk für dich, Aaron. Mhm. Freust du dich eigentlich? Es ist in 10 Tagen ist es soweit. Ja. Ja. Kannst, du, kannst du dort in die Gruppenmasturbation gehen? Aha, jetzt habe ich gemeint, ich sei schon gewesen. Nein, nein, das ist dann. Das ist einfach. Hast du Coiffeur gesehen? Das ist ein Coiffeur gewesen. Der hat's nicht komisch geschaut, wo du plötzlich Dosen runterlassen hast. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Coiffeur suchen. Nein, der Mänteli tickt recht viel ab. Ja, ja. Oh, jeez. Aber in welchem Fach reden die eigentlich an der Schule über Masturbation? In der Handarbeit? Oder, oder je nach Technik vielleicht im Werk. Oder je nach Menge im Sport. Ja. Ja. Turnen. Sicher nicht im Französisch. Das wäre komisch, oder? Nein. Die SVP war ja früher noch gegen staatlich finanzierte Fixerstübli. Ja. Heute sind es gegen staatlich finanzierte Wichserstübli. Das ist schon schwierig, gell? Das ist schon schwierig. Ja. Ich finde, die SVP sollte sich nicht zu fest auf das Thema versteifen. Ja, die bleibt jetzt halt einfach mal hart. Ja. Oder? So. Ja, also, ja, was die immer dumm in Spritzen. Unfassbar. Wie hat ja eigentlich gerade die SVP Leute gerne, die die Sache selber in die Hand nehmen? Ja, absolut, ja. Ja. Wobei, ist jetzt das, wie ist jetzt das genau? Ist jetzt das ein schweizweites Thema? Wird das kantonal geregelt? Wie ist das Sache von den Kantonen? Ja, und ich als Vater in der Runde bin mir nicht sicher, ob die Eltern da die Hausaufgaben kontrollieren sollten. Ich rate davon ab. Österreich ist da ganz normal, aber ja, bei uns ist das so ein bisschen, ja. Statt Schulschwänzer heisst es ein neuer Schulschwänz. Und noch nie werden die 50 so genau und fleissig gemacht. Ja, das, ja, ja, absolut. Das ist das erste Mal, dass die Schüler freiwillig in die Nachhilfe gehen. Ja. Wie sieht so ein Unterricht? Ist das dann Wichsen nach Zahlen? Oder wie funktioniert das? Look. Der Stoff muss nicht nah, sondern abgeholt werden. Das! Ja, aber stellt euch vor, die SVP ergreift das Referendum gegen das Thema Selbstbefriedigung. Jawohl. Dann stimmen wir bald über die Wix-Vorlage. Schön. So, wir kommen zur Wix-Vorlage. Stell dir vor. Ah, shit. Aber auch in der Schule, stell dir vor, ja, wir haben jetzt Turnen, was habt ihr nachher? Ja, wir haben Wixen. Schon ein bisschen seltsam. Ich möchte wieder zurück in die Schule. Ja, ja, ich vermisse die guten alten Schulzeiten. Wie heisst der Knöppel? Köppel? Nein, der Musiker. Knöppel? Der Knöppel, ja. Der Wichser. Ja, der sagt der Wichser. Genau, der könnte doch dann... Jack Stoiker, Legende. Jack Stoiker, ja, Legende. Genau. Comedy-Empfehlung. Jawohl. Für die, was nicht kennen. Der könnte als externer Referent, könnte, weißt du, so von Schule zu Schule gehen. Weißt du, Ex-Knastis oder Ex-Drogenabhängige, die so in die Schule gehen und machen es nicht wie ich. Oder? Der könnte jetzt, Jack Stoiker könnte das jetzt machen, könnte die Schule nur machen. Machen es so wie ich. Hey, Jura Wichser. Riesig. Aber ja, nein, es ist ja eigentlich ein wichtiges Thema. Nein, es ist ein wichtiges Thema. Ja. Also ganz grundsätzlich. Nimm mal an, das wird im Rahmen der Aufklärung in der Schule stattfinden. Und ich erachte das schon als wichtig, dass man auch einfach, dass man es thematisiert. Nur schon Geschlechtsteil thematisieren etc. Dass die Jungen jetzt nicht einfach nur von Pornos irgendwie lernen. Ja, also eben bei allen Jokes. Es ist ein wichtiges Thema und es ist vor allem, wenn man also gerade so gehört, wie Jugendliche sich eben heute aufklären, da werden die übelsten sexuellen Misshandlungen per WhatsApp etc. untereinander, natürlich als Joke, aber gleich verteilt. Das ist vielleicht nicht so schlecht, wenn man dann doch so auch noch eine normale Sicht auf die Sexualität überkommt und wenn die aus der Schule kommt. Also, why not? Also schadet tut es sicher nicht. Nein, bin ich nicht. Wobei, man hat ja nur 1000 Schuss, habe ich mal gelesen. Was? Ja.
1000 Schuss. Aha. Das ist Maximum. Also, okay. Das hat es früher geheißen. Müsste ich jetzt anfangen, ein Kind machen langsam. Ja. Das ist dann ausgeschossen. Ja, und man sagt ja, weißt, in der Schule etwas fürs Leben lernen. Weißt, wenn du irgendwie über Algebra, ja, da hätte ich doch nie können brauchen. Da, jetzt haben wir etwas. Da, ja, das ist wirklich brauchen. Das ist mal etwas, was du im Leben kannst brauchen. Im Leben gelernt hast. Im Leben gelernt. Du machst es noch gut, wer hast du das gelernt? Das haben wir in der Schule gehabt. Ich würde ja nicht urteilen, aber wer weiß, vielleicht machen wir es ja falsch. Das ist wie mit dem Schwimmen, mit dem Kraulen, oder? Ja, genau. Haben wir es falsch gemacht. Und who knows? Ja. Ja. Du wirst uns als Einziger können sagen. No. Stell dir vor, da kommt so ein Lehrmittel von der Schule, du schaust da durch und sagst, Hopfla. Jahrelang mit der falschen Hand gemacht. Ja, das ist viel besser. So lernt man immer wieder Neues. So wie wenn man unseren Podcast jede Woche hört. Absolut. Ja. Danke für diese Woche und bis... Wann sind wir wieder? Hä? Da haben wir doch den Vertrag gerade bekommen. Wann sind wir wieder dran? Nein, schon nächste Woche. Ja, geht weiter. Sind wir weiter wöchentlich? Okay. Ja, du, freudig. Das ist der SRF Satire-Talk. Quotenmänner. Präsentiert vom Stefan Büsser, Aaron Herz und Michael Schweizer. Online Karin Tommen, Distribution Hans-Jörg Bolliger. Ton- und Audio-Layout Benjamin Pogonatos. Projektverantwortung Susan Witzig. Wie ist das eigentlich mit diesen Comedy-Empfehlungen im 21? Machen wir die noch oder machen wir die nicht? Ich hätte eine für euch. Hätte sehr eine gute, jawohl. Machen wir sie einfach, wenn wir eine haben? Ja, das ist manchmal auch so ein bisschen anstrengend. Das ist doch gut, ja. Ich würde an eurer Stelle auf, wie heisst das, YouTube gehen. Aaron, YouTube. Und dort gibt es den... Ich kann nicht jetzt geschnappt. Die gibt es den SRF Comedy-Kanal und dort gibt es, das nennt sich TV-Momente 2020, die Schweizer Schauspielerin und Comedian, fast so in dem Sinn, Stefanie Alder, hat so, schaut zurück auf die Schweizer Fernsehmoment in so 4-5 verschiedenen Rollen, die sie selber spielt und es ist alles improvisiert, es sind etwa 6 oder 7 verschiedene Folgen und es ist wirklich brillant. Gebt euch das TV-Momente 2020 mit Stefanie Alder auf YouTube, SRF Comedy-Kanal, wirklich sehr, sehr lustig, wie sie da in verschiedenen Rollen so aufs Fernsehjahr 2020 zurückschaut. Kann man mal ein bisschen lachen. Geil. Gut. Oder geht auf YouTube auch einfach Markus Krebs ein, macht die Augen zu und stellt euch das Gesicht vom Schweizer vor. Es ist fast das Gleiche. Wieso? Ah, das ist der Witzverzähler. Das ist einfach der, der auch einfach Witz erzählt. Ja. Ich erzähle nicht einfach Witz, sondern die sehr kuratiert euch präsentieren. Möchtet ihr noch einen hören? Ist es das, was du möchtest sagen? Ich will nicht, aber man kann es nicht abstreiten. Es ist mehrfach auch unter meinen YouTube-Videos gewünscht wurde, das dass der Michael Schweizer... Ja, das Volk ist manchmal auch einfach blöd, aber gut. Also, der Vater sagt zum Sohn, Bub, ich muss dir etwas sagen, du bist adoptiert. Und der Sohn sagt, was? Ich will sofort meine richtigen Eltern kennenlernen. Und der Vater sagt, wir sind deine richtigen Eltern. Und jetzt mach dich parat, in 20 Minuten wirst du abkommen. Da kann der Vater lachen. Da kann der Aaron, ich habe so gewusst, dass der Aaron den gut findet.